Der FC Schalke 04 scheint eine gute Anlaufstelle zu sein für Fußballtalente aus dem Westerwald. Alem Kodic, 16 Jahre jung, geboren in Dernbach, Linksverteidiger, Junioren-Nationalspieler und zu Gast in der Kreissporthalle in Montabaur. Hier hat er früher oft gespielt, mit Schalke aber ist er das erste Mal in der Kreisstadt. Und das aus gutem Grund. Das Traditionsturnier um den Westerwälder Keramik-Cup lockte bereits zum 34. Mal U17-Nachwuchsfußballer großer Clubs in den Westerwald. Bundesligisten schicken ihren Nachwuchs ebenso gerne hierhin wie Spitzenteams aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Japan oder den USA. Letztendlich sehen wir das aus dem Gesichtspunkt. Wir wollen die Spiele auch weiterschulen unter gewissen Drucksituationen. Und in der Halle hat man halt sehr, sehr viele Drucksituationen innerhalb von kürzester Zeit. Überzahl, Unterzahl, Umschaltverhalten. Und das bringt die Jungs auch weiter. Und dann sieht man natürlich auch hier dieses Top-Niveau, welche Mannschaften, welche Spieler hier sind. Da macht es dann umso mehr Spaß, wenn die Spieler sich dann auch behaupten. Und das merken sie dann auch. Frank Fahrenhorst, ehemaliger Bundesliga-Profi, jetzt Trainer in der Knappenschmiede. Und damit auch Trainer von Alem Kodic. Dessen erster Fußballverein war der TuS Montabaur. Später ging es über die JSG Elbert zur TuS nach Koblenz, dann zu Bayer Leverkusen und zu Schalke 04, wo er derzeit sein Abitur macht und Fußball spielt. Die Besuche in der Heimat sind selten geworden. Ja, es ist ein sehr gutes Gefühl. Ich war jetzt schon seit längerem nicht hier in Montabaur, weil wir auch davor viele Hallenturniere hatten und Spiele. Deswegen bin ich froh, wieder hier zu sein. Früher traf Alem vorne fast nach Belieben. Heute ist er einer der stärksten Linksverteidiger in der B-Junioren-Bundesliga. In dem Verein, in dem mit Felix Käferbitz ein weiteres Westerwälder Talent spielt, ihn hatten wir im Vorjahr beim Keramik-Cup vorgestellt. Kodic hat über seine Heimatvereine den Sprung geschafft zu einem der größten Vereine der Republik. Doch das in jungen Jahren zu schaffen, ist nicht immer nur eine Freude. Ja, also am Anfang muss ich mich erstmal dran gewöhnen, an das Ganze. Ich hatte auch ein paar Mal Heimweh und so, aber nach einer Zeit geht's wieder. Also ich habe mich schon dran gewöhnt. Auch deshalb sind Trainer wie Frank Fahrenhorst nicht nur als Trainer gefordert. Schließlich sind sie tagtäglich Ansprechpartner für Jugendliche in einem manchmal durchaus schwierigen Alter. Ja, ich habe jetzt Alem seit anderthalb Jahren, habe ihn als guten Fußballer kennengelernt. Ja? Aber wie Sie gerade schon sagten, manchmal auch ein bisschen Heimweg kommt dazu. Er kommt von hier aus der Gegend, sind, ich weiß nicht, alle wie viele Kilometer sind das, 150, 200, einiges weg. Familie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die jungen Leute. Und wenn das dann im Kopf nicht stimmt, dann wird es schwierig, dann auch seine Leistung abzurufen. Aber wir haben immer wieder gute Gespräche geführt, sind da gut in der Kommunikation mit ihm und das zahlt er dann auch mit Leistung zurück, so wie jetzt auch in dem Spiel. Ja, aber wir müssen auch ihn immer wieder daran erinnern, was er zu tun hat, um das abrufen zu können, was er kann. Deswegen ist er auch bei Schalke, weil er da auch manchmal den Hang dann dazu hat, so ein bisschen weniger zu machen. Beim Heimspiel in Montabaur überzeugte Kodic nicht nur in der Defensive, sondern vor allem auch im Spiel nach vorne. Zwar saßen Freunde und die Familie auf der Tribüne, aber wenn ich auf dem Platz stehe, habe ich dafür keinen Blick, sagt der Westerwälder. Und holte sich, auch wenn Schalke nur Vierter wurde, dennoch einen Titel, bester Torschütze des Turniers, mit 10 Treffern. Am Ende des Gastspiels richtet sich der Blick nach vorne. Ja, also mein nächstgrößeres Ziel ist erstmal in die U19 zu kommen und da auch dann meine Spielzeit zu bekommen, weil da ja zwei Jahrgänge miteinander spielen und ja, also mein Ziel ist es, viel Spielzeit nächstes Jahr zu bekommen. Viel Spielzeit gab es auch für die 14 teilnehmenden Teams. Eine Mannschaft kam aus Japan, eine aus den USA, mit Wirkes und Koblenz zwei aus der Region, dazu viele Bundesligamannschaften und eine dicke Überraschung, denn Lech Posen aus Polen holte bei der ersten Teilnahme auf Anhieb den Sieg im 9-Meter-Schießen gegen den sechsfachen Keramik-Cup-Sieger Stuttgart. Gelohnt hatte sich der Ausflug nach Montabaur für den VfB dennoch. Ja, super, ey, super organisiert hier das Turnier und es macht riesen Spaß hier zu sein und die Emotionen sind dann auch da, wenn man so im Turnier ist. Die Jungs wollen unbedingt gewinnen, ich glaube auch, dass sie jetzt mega enttäuscht sind und wir kommen gerne nächstes Jahr wieder und dann hoffe ich mal, dass ich da an dem Endspiel gewinne. Talente auf dem Sprung ins Profigeschäft. So mancher hat auf seinem Weg schon in Montabaur Station gemacht. Immer wieder gerne werden an dieser Stelle Namen genannt wie Zlatan Ibrahimovic, Manuel Neuer oder Julian Draxler, die alle schon hier gespielt haben. Der Westerwälder Keramik-Cup bot auch 2016 einen spannenden Blick auf die möglichen Stars von morgen.